Ja, Freunde, wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet Schellbruch, nahe Lübeck, nahe Trave, wie man erkennen kann. Dann wollen wir jetzt mal kurz eine kleine Wanderung machen. Ja, hallo Freunde, ich bin's wieder, Micha, Autoaktiv. Machen einen kleinen Osterspaziergang. Gestern hat es geschneit, wie Sau. Man sieht es heute nichts mehr von übrig. Aber wir schauen mal. Wir gehen mal in Schellbruch, das ist ein Naturschutzgebiet. Am Rande von Lübeck, nahe der Trave, ist auch ein Gebiet, in dem die Zugvögel hier Rast machen. Gänse und was weiß ich was alles. Also ist was für die Vogelfreunde unter uns. Oder unter euch. Okay, gehen wir mal ein Stück. Geht mal einfach mit. Viel Spaß dabei. Da klopft irgendwo der Herr Specht. So, wir nähern uns der Trave. Doch. Ja, du weißt das, aber meine Zuschauer wissen das nicht. So, die Richtung da hinten, Richtung Lübeck. Vielleicht haben wir ja Glück und wir bekommen mal ein Schiffchen zu sehen, was gerade einfährt. Aber es ist nicht ganz so wahrscheinlich. Aber da ist dann der Hafenbereich von Lübeck, so der nördliche Teil. So, hier geht es dann, wie sagt man, flussabwärts Richtung Ostsee. Weiß. Da sieht man mal gleich ihr Haus der Kormoran in Massen. Deutsch gesagt, scheißt da alles voll und die Bäume gehen kaputt. Aber gut, da ist Natur, ne? So, da hinten durch ist Autobahn A1. Da hinten Dänischburg, so ein Einkaufszentrum mit Ikea und was sonst so dazugehört. So, da hinten nach der Kurve kommen dann diese Gebiete, wo sich die Zugvögel alle niederlassen. Mal gucken, ob wir was zu sehen bekommen. Treten und Radfahren auf eigene Gefahr. Hatten wir vor kurzem, ich glaube letzte Woche, Hochwasser, Nordwind, und da hat die Trave bzw. die Ostsee hier schön reingedrückt. Ich denke mal, da war hier alles überschwemmt. So, jetzt kommen wir schon in die Bereiche. Da hinten werden wir dann mal zurück langlaufen. Da sehe ich ja den ganzen Müll, der dann angeschwemmt wird. Ein Ball, eine Flasche.
das Wasser rein und rausfließen. Man sieht, steht hier auch nicht wie eine Strömung entgegen. Ja, das sind also die Überflutungsflächen für die Trabe. Der Sanddorn. Tja, noch ein bisschen früh im Jahr. Kann man dann die leckere Sanddornmarmelade pflücken. Beziehungsweise die Früchte dazu. So, wir laufen jetzt dann da hinten dran vorbei, wieder zurück. Ist eine kleine Runde, so 3, 4, 5 Kilometer. Da kommt ein Ausflugsschiffchen. Und man kann ja jetzt von Lübeck aus oder von Travemünde, egal in welche Richtung, mit solchen Schiffchen da Trave rauf und runter, die Verbindung zwischen Travemünde und Lübeck ist ganz interessant, sollte man vielleicht mal machen, kann ich nur empfehlen, man sieht ein bisschen was. Von Lübeck aus kann man halt morgens losfahren, guckt sich Travemünde an, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, und abends nimmt man das Schiffchen wieder zurück. Die Saison eröffnet. Habe ich viel los, ist nicht. Wo ich erkennen kann, so ne, 5-6 Leute höchstens drauf. Kopfweiden gar nicht geschnitten worden dieses Jahr. Vielleicht werden sie noch. Ja, und da drüben hat sich der Schwede niedergelassen. Wir wollten gerade schon mal rüberschwimmen, einen Billy holen und mit dem Billy zurückschwimmen. Ja. Ja, der hält tatsächlich alles. Falls dann einer nach Ikea will. Da ist wahrscheinlich eher auch die Haltestelle Dänischburg. Heißt das? Ah ja, okay. Ja. Da fließt es tatsächlich ab. So, der Plan, den ich vorhin hatte, da hinten rumzulaufen, hat sich zerschlagen. Wir gehen weiter an der Trave entlang. Richtung Gudmund. Ein schönes Dörfchen mit riedgedeckten Häusern. Ihr werdet begeistert sein. Da haben wir
jetzt Gotmund. Hier ist noch ein bisschen Hochwasser. Nicht mehr so vertrauenerweckend. Da kann man mal sehen, was doch für Müll im Fluss rumschwimmt hier. Das war mal ein ehemaliges Fischerdörfchen. Vielleicht gibt es hier sogar noch einen Fischer. Jetzt sind wir in Gotmund, im Fischerweg. Also Leute, wenn ihr mal herkommt, hier solltet ihr mal hergehen. Ist schön. So ursprünglich noch. Na, hier wohnt doch noch ein Fischer, wie es aussieht. Da kann man mal sehen, hier gab es doch einige Fischer früher mal. Jeder mit seinem Bootshaus hier und Räucherhäuschen. Na, ist das nicht schön? Könnte man schön wohnen. Hier wird aber so einfach nichts zu bekommen sein. Da hinten kommt hier ein Ausflugsdampfer. Gut, wenn er uns vorbeifährt, zeige ich es euch nochmal. So, in dem Haus war früher mal ein Restaurant, aber schon lange nicht mehr. Da war ich auch schon mal essen, war ganz gut eigentlich. Keine Ahnung, warum das nicht durchgehalten hat. Gut, liegt ein bisschen schlecht hier, aber wenn man gut ist, ist eigentlich immer so, dass sie auch durchhalten. Da fährt der Ausflügler, die Hanse. Ja, damit kann man dann schön pendeln hier. Und da vorne, an dem Haus da vorne, ein Stück dahinter, da war früher mal eine Brücke über die Trabe, so eine Klappbrücke, haben sie abgerissen und haben einen Tunnel gebaut. Hanseatenweg, Naturfreunde Deutschland. So, mal gucken, wo wir hier vielleicht durchkommen. Wir befinden uns ja jetzt wahrscheinlich hier, Fischerklause, Ex-Fischerklause. Ja. Wir müssen eigentlich hier durch, irgendwie dahin. Dann kommen wir wieder in den Schell hoch. So, mal gucken. Waldstraße, also das ist da. Ja, hier ist der Zoo, ehemals Tierpark, den gibt es nicht mehr. Gucken wir mal. So, wie man sieht, geht es hier bergauf ein bisschen. Das ganze Dörfchen liegt so direkt am Hang. Da habe ich mal die Geschichte gehört, dass Napoleon hier durchgezogen ist, über Lübeck hergefallen und was auch immer. Und Gotmund wurde verschont, weil
es ganz einfach nicht gesehen hat. Ob was dran ist, weiß ich gar nicht, aber wurde mir berichtet. Nee. Und wenn du hier reingehst, kommst du weiter hinten raus wieder, da weißt du, wo die Brücke früher war. Da kann man sehen. Nicht, dass ihr glaubt, ich erzähle Scheiß. Schnee. Ja, und hier sogar noch reichlich. Schon interessant. Und hier gucken wir schön von oben drüber. Das Dörfchen. Hat doch was. So, Israelsdorf haben wir durchquert. Sind wir wieder im Wald. Jetzt geht's zurück zum Auto. Schellbuch werden wir dann heute nicht mehr mitnehmen. Zeige ich euch ein andermal. Ja, aber schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch. Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr ab sofort nichts mehr. Und wir sehen uns irgendwo aus Deutschland. Macht's gut, euer Micha. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nee. Das sind auch irgendwelche Pfadfinder oder sowas. Sind das, glaube ich. Da hinten das vor, mitten im Wald hier. Irgendwelche Pfadfinder-Trupps oder sowas. Das sind da Lampen, was zum Klettern oder was ist das da? Ja, ne? Den Baum zum Klettern gemacht. Hängen Seil runter. Da den Baum. Da hat er Griffteile angebaut, da kannst du dann klettern. Ja, okay. Mal gucken, was das ist. Exeo. Ich habe doch keine Pfadfinder. Nicht will ich ja gar nicht. Da oben drauf sitzt ein Vögelchen. Rotkehlchen. Mhm. Ja, keine Angst. Das Internet ganz unfreundlich. Und tschüss. Aber nicht weit weg. Sind wir hier richtig oder? Ja. Okay. Na ja gut, wir kommen auf alle Fälle auf die Straße irgendwo. Bestimmt im Medebeck oder sowas. Könnte tatsächlich sein, ne? Die kommt ja. Ist ja da hinten. Ja, unser Wald ist ja da hinten. Da sitzen noch ein paar Gänse. Behaupten sie, wären Fische drin. Ja, Flussbarsch. Echt? An dem Medebeck wurde in den letzten Jahren regelmäßig der Fischotter nachgewiesen. Ja, guck. Da ist ein Otter. Barsche, Plötze. Na, sieht man den Bach jetzt nicht anders, wenn da Fische drin wären. Ja gut, wird so sein. Naja, hier hinten durch, da hat er ja auch seine Ruhe, der Fischotter, ne? Da darf keiner rein. Und da sitzen ein paar Gänse. Und im Hintergrund Karlshof.
Der Weg hier ist der schwarze Weg. Erlenbruchwald ist das. Überall solche Entwässerungsgräben hier. Wenn man durch diese Lichtung dahin guckt, so dahin durch, da sind wir vorhin gelaufen, direkt an der Trave lang. Früher, wobei der ist ja breit genug, der kann sogar so ein alter Mann wie ich drüber laufen. Upsala. Da lachen sogar die Vögel, siehst du? Auch weiterhin befinden wir uns hier im Naturschutzgebiet Schellbruch. Ja. Ich habe ihn jetzt hier irgendwo klopfen hören, den Specht, aber nichts zu sehen. Muss aber ziemlich dicht dran sein hier. Das macht auch nichts mehr. Feigling. Noch mal gucken, was du für einer bist. Naja, war mich. So, jetzt sind wir dann gleich 2,5 Stunden gelaufen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Gut, wie schon mal gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Micha. Bis dann.